So, da wären wir wieder. Wir wollten zuallererst das Ding hier optimieren. Es hat nämlich nicht genug Eisenplatten. Beziehungsweise es hat einen Überschuss an Kupferkabeln. Und die Kupferkabel werden verbraucht von den Electric Circuits. Aber die brauchen halt auch noch Eisenplatten. Ich könnte einfach in jedem davon 100 Eisenplatten reinstecken, aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Und kurzfristige Lösungen sind meistens nicht so gut. Deswegen mache ich einfach mal hier so. Na, da kommst du nicht ran, ha? Ja, das ist... Okay. Nächster Vorschlag. Splitter. Wir haben keine Circuits. Warte. Wir haben immer noch keine... Wir haben keine Eisenplatten. Das ist peinlich. So. Also ein Splitter. Gucken wir jetzt mal, ob das so aufgeht, wie ich das gerne hätte. Ja, er kann sich nehmen. Wenn wir jetzt hier noch einen hin tun. Eisenkiste. Und schon wieder Forschung. Schussgeschwindigkeit bitte. Wenn wir jetzt hier noch einen von den schnellen Armgreifdingern nehmen. Falsch rum. Du kannst auch von da nehmen. Ja, sehr schön. Dann machen wir einfach hier noch einen zweiten davon dahin. Dann haben wir zwei schnelle und zwei langsame und hoffentlich geht sich das jetzt auf. Also was ich gerne sehen würde ist, dass hier eine Eisenplatte ankommt und die hier verbraucht wird. Also dass hier unten niemals nicht eine Eisenplatte im inneren Bereich auftaucht. Und um ganz kurzfristig das Problem in den Kabel in den Griff zu bekommen, lege ich hier mal ein paar Platten rein. So, was ist mit euch? Seid ihr durchgehend am Arbeiten? Du ja. Du auch. Ich glaube, wenn wir hier nochmal einen Zahnrad und hier nochmal einen davon reintun würden, würde es auch weiterlaufen. Haben wir nur wieder das Problem mit den Eisenplatten, oder? Gucken wir mal. Da ist eine Eisenplatte vorbeigehuscht. Ja, okay. Also wir haben leichten Überschuss an Eisen im System. Das heißt, wir können einmal hier Zahnräder herstellen. Brauch wieder. Einen rein, einen raus. Und können denn hier nochmal rote Forschungsdinger herstellen. Einen rein, einen raus. So. Gucken wir mal, wie stabil das ist. Problem. Wir brauchen mehr Labore. Ich sollte meinen Tunnelblick mein Auge fassen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass hier alles voll läuft. Ja. Erstmal brauchen wir einen Splitter, bitte. Ein Splitter. Dahin. Wir hätten gerne hier einen Splitter, der dafür sorgt, dass beide Seiten vom Band von den roten Dingern genutzt werden. Gut. Alles schön gleichmäßig, okay. Dann brauchen wir hier eine Erweiterung, die wir erstmal holzfrei gleich machen müssen. Ah ne, hier geht's ja, okay. So. Wir müssen die Arme dann hier auch kurz umstellen. Die müssen dann von hier greifen und von hier greifen. Alles kein Problem. Zack, 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 zack. Stau, Stau. Weg mit hier. Hoch. Hoch. Darum. Sehr schön. Also, Labore hatte man geordert. Sind sie fertig? Ein paar, ja. Brüste, Brüste. Noch zwei. Warte mal. Ich bringe gerade vollkommen das System durcheinander, oder? Also, hier habe ich immer einen Viererpack, dann einen frei, einen Viererpack, einen frei. Hier. Klappt das irgendwie nicht? Doch. Brüste, Brüste. Brüste, Brüste. Jo, doch, passt super. Okay. Du nimm da. Du nimm da. Du nimm da. Du nimm da. Also alles, was jetzt nur rotes Science Pack braucht, ist komplett abgedeckt. Wird quasi instant erforscht. Sehr, sehr
Schön. Und ich kann dann mal privat quasi ein paar davon herstellen, damit wir die rot-grüne Forschung auch ein wenig voranbringen. Und ihr seht gerade, wir haben hier noch gar keine Strommasten gestellt. Ugh. Okay. Wir können 500 davon herstellen. Das müsste reichen. Müsste reichen. Wobei ich eigentlich ganz gerne demnächst auch die besseren Strommasten hätte. Wie geht's eigentlich auf? Wir haben. Nee. Jetzt haben wir wieder einen Eisenmangel. Och, Menno. Ich glaube, ich mache aus dir mal einen schnellen. Abbrechen, 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 abbrechen. Schnelle. Oh, es war ein Smart. Schnelle. So, gucken wir mal. Ist ganz gut, dass wir Kupfer links hingemacht haben. Hätten wir Eisen links und einen schnellen, dann hätte der schnelle vielleicht das ganze innere Band belegt. Aber so hat Kupfer immer Platz und Eisen liegt halt nach. Ich nehme mal ihn kurz raus, weil ich habe irgendwie den Verdacht, dass erstmal die Schmieden unten keine Kohle mehr haben, weil hier kommt nichts mehr an. Und dass er hier reicht. So, Bullying Shooting Speed hat sich erhöht. Also schnellere Schussgeschwindigkeit. Was haben wir jetzt Schönes? Du brauchst grün, du brauchst grün, du brauchst grün, du brauchst grün. Das hier sind die besseren Strommasten. Den fasse ich mal ins Auge. Toolbelt braucht auch grün, 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 grün. Schussgeschwindigkeit ist rot. Rüstung kostet 10. Das wird sehr schnell gehen. Gucken wir gleich mal. Aber bevor wir gucken, holen wir uns Kohle und gehen wir nach unten. Das war schnell. Okay. Wir hätten gerne die zweite Stufe auch noch. Mal gucken, ob ich es schaffe bis zu dem Eisenkraftwerk da unten. Oder Eisenmine, bevor die Forschung fertig ist. Ja, habe ich geschafft. Okay. Kohle, 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 Kohle. So, das war das eine. Das funktioniert schon mal wieder. Baum weg. Und Licht aufstellen. Licht. Überall Licht. Ja, ihr habt auch keine Kohle mehr. Ich glaube, ich habe auch gar nicht genug dabei. Deswegen kriegt ihr mal Holz. Ich hoffe einfach mal, dass bevor ihr ausgeht, das nächste Mal, wir elektrische Schmelzöfen haben. Wobei, da muss ich auf jeden Fall mehr Grün herstellen. So, ihr werdet verbraucht, okay. Oh, Armor-Crafting dauert doch einen Ticken länger, als ich gedacht hätte. Okay. Wie schaut's hier aus? Immer noch mehr Kupferkabel. Und ich sehe kein Eisen, das hier oben ankommt. Okay. Das ist unerwartet. Dann hätte ich gerne davon welche. Du weg. Dann unterstützt du doch bitte doch deinen schnellen Kollegen auch noch. Und den kriegt ihr es hoffentlich mal hin zu gewinnen. Momentan ziehen euch die Kupfergabel tierisch ab. Geht ja gar nicht. Ja, also das haben wir. Woran hapert es gerade bei den Insertern? Wir haben als Spieler nicht genug Platten. Die nehmen wir uns mal hier raus. Fließbänder haben wir genug. Wir wollten ja eigentlich hiermit was anfangen, ne? Wir wollten ja eigentlich die grüne Science-Pack-Produktion anschmeißen. Aber irgendwie zieht sich das. Davon brauchen wir noch ein paar. Und Armor Crafting ist fertig. Wir können jetzt eine schwere Rüstung für uns herstellen. Braucht allerdings 100 Kupferplatten. Das geht. Und 50 Stahl. Stahl haben wir noch gar nicht hergestellt. Das ist ein Haken. So, und jetzt haben wir fast nur noch rot-grünes Zeug. Also wir könnten Schrotflinten, Schussgeschwindigkeit und so noch erforschen, aber wir benutzen keine Schrotflinten. Oh, Schussgeschwindigkeit normal. 100 rote Science Packs. Das nehmen wir doch mal. Genau unser Ding. Tierisch viel von einer Ressource, die wir haben. So, kommen jetzt Eisenplatten durch. Schaut gut aus. Das heißt, die Eisenplatten werden jetzt von dem da genommen. Du brauchst nichts außer das und die Eisenplatten. Ja, sehr schön.
Komm, schnapp den Eisenplatte. Was? Warum nimmst du? Ah doch. Das ging fix. Oh, Problem. Ich heb mal ein bisschen was auf. Problem ist, dass der die Chips nicht ablegen konnte auf dem äußeren Förderband, weil da halt so viele Kupferkabel sind. Das müsste sich jetzt beheben. So, du nimmst bitte den da. Jo. Stellst den Chip her. Stellst ihn vor allem tierisch schnell her, sehe ich gerade. Und legst ihn ab. Okay. Geht sich auf. Hier ist wieder zu viel Kupfer außen. So, ich mache einmal leer. Sehr schön. Also, das klappt soweit. Auch wenn wir irgendwann zu viele rote Science Packs haben. Aber wenn das wirklich irgendwann mal sein sollte, dann stellen wir einfach die Dinger um auf irgendwas anderes. So, wie schaut es im Strom aus? Strom ist völlig in Ordnung. Das heißt, ich kann jetzt, ohne mich ablenken zu lassen, an den grünen Science Packs arbeiten. Schön, schön. Wir hätten gerne da Strom. Da Strom. Da Strom. Problem an der Geschichte hier, sie wird wahrscheinlich größer als das für die Roten. Alternativ könnten wir das Rote reduzieren. Nee, nicht wirklich. Das hier muss einfach größer, weil es hat halt noch mehr Schritte. Da brauchten wir nur Zahnräder und Kupferdraht. Bei dem anderen brauchen wir jetzt die Fließbänder und die Inserter. Und die brauchen Kupfer und Zahnräder. Also ist nochmal eine Stufe weiter sozusagen. Also auf jeden Fall so hoch. Minimum. Also wir brauchen noch viel mehr davon. Iron Gears, ja. Du hoch. Den Rest setze ich gleich. Überall die doofen Bäume. Weg, weg. So. Wir brauchen dann auch noch die neuen Fabriken. Die kann ich jetzt schon mal in Auftrag geben. 6 Stück reicht nicht, aber erst ein Anfang. Und sobald die gebaut sind, gucke ich erstmal, was denn noch so fehlt für mehr Fabriken. Was braucht das Ding? Das Ding braucht viel. ist Stein vielleicht? Nein. Circuits wahrscheinlich. Das ist nicht schlimm. Wir haben hier eine Kiste voll von dem Zeug. 169 Stück. Nee, das war's nicht. Eisenplatten fehlen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also wir hatten hier einen richtigen Riesenstau an Eisenplatten. Und unser System hier, das wir aufgebaut haben, frisst die alle komplett auf. Also das bisschen Überschuss, was hier rankommt jetzt in Form von Iron Gear Wheels, das ist, ne, nicht besonders viel. Und Platten bleiben schon mal gar keine über. Hammer. Okay. Also wir brauchen mehr Eisen. Ich sollte vorher erstmal etwas Kohle abgreifen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt hier wieder so ein Ding, stell's da hin. Das hier nehme ich von Hand mit. Und tue es gleich wieder hier rein. Damit wir Steinblöcke bekommen. Dann gehe ich unsere uralt platzierten Kohleförderer hier mal ab. Hallo. Können wir davon welche herstellen? Nein, wir haben keinen Stein. Du mit. Aber die sind echt praktisch. Immer noch. Für so einen kleinen Happen Kohle zwischendurch. So. Ihr verbrennt jetzt Holz, weil wir kriegen irgendwie immer mehr von dem Zeug. Ich weiß auch nicht warum. So. Kupferplatten waren okay. Eisen. Wir brauchen mehr Eisen. Hier. Hier muss mehr Zeug hin. Das heißt, wir brauchen noch einen Stone Furnace. Die müssten eigentlich schneller laufen, ja. Wir haben nur keinen Stein, sehe ich gerade. Also müssen wir nach oben, Stein holen, unterwegs. 1, 2 davon herstellen. Steine waren hier. Ich hoffe mal, sind welche über. Ja, sind dezent paar Steine über. Dann hätten wir gerne 30 davon. Einfach nur, dass wir nie wieder darüber nachdenken müssen. Wahrscheinlich doch, aber
Ja, dauert eine Weile. So, Fernie sind da. Dann verlängern wir dich mal nach unten. Machen hier einen Splitter hin. Da bist du. Split, split. Wo? Obwohl, wir können uns aber hier nach oben lieber weiterlaufen lassen, huh? Wenn es keinen Stau gibt. Ja, mach mal hier den Splitter hin. Lass das hier nach oben laufen. Mach hier einen Knick. Mach die doofen Bäume weg. So. Das sollte reichen. Dann du. Du. Nein, du hast Schließband. Du dahin. Du dahin. Und ich werde gleich wieder von der Forschung überrascht. Ich sehe das doch kommen. Ja, Bullet Speed ist gleich fertig. Und dann sollten wir uns wohl doch mal ranmachen, die grünen Sachen zu erforschen. Also davon ein paar reinschmeißen. So, also, wir würden gerne das hier. Da kommt ja gar nichts an. Ach, ihr seid viel. Warum seid ihr so langsam? Was sagt das Stromnetz? Produktion 778, Konsum 779. Oh. Nicht gut. Wir hatten noch gerade erst Kohle nachgeschmissen, oder? Dieser doofe kleine Arm hier. Das ist eine Sache, die mir echt fehlt. Also es gibt einen Mod, der nennt sich DieTech. Der fügt eine ganze Menge Kram hinzu. Unter anderem auch Greifarme, die langsamer sind als Standardgreifarme. Was sehr praktisch ist, gerade in solchen Situationen. Ich möchte Forschung erst gleich machen. Ich möchte hier einen Arm haben, der nur ganz selten mal ein Stück Kohle vom Fließband nimmt. Und nicht einen, der den hier alles wegfuttert. Aber das wollte ich eh umgehen, indem ich hier mehr Kohle abbaue. Du, geh. Darum. Wird jetzt darum gefördert, dahin und dann da wieder. Ja, egal. So, jetzt müsste das hoffentlich aufgehen. Wo ist der Greifarm? Da ist der Greifarm. Du, nimm die Kohle. Ja, den hast du verpasst. Sehr gut, genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber, ne? Ich mache das jetzt durch Überproduktion. Eigentlich wäre es wesentlich eleganter, einen Greifarm zu haben, einfach langsamer als alle anderen, wie der Mod das halt macht. So, wir haben sehr viele rote Tränke. Deswegen Forschung. Schnellere Fließbänder hätten wir im Angebot. Ein Steel Furnace. Ich glaube, den Steel Furnace brauchen wir. Steel Furnace ist einfach eine bessere Art von Schmelzofen und er führt dazu, dass man Advanced Material Processing 2 lernen kann. Und das wiederum führt zu einem Electric Furnace, also zu einem elektronischen Schmelzofen. Ein Bogenschweißer, sozusagen. Oder sowas in der Richtung. Und das will ich unbedingt haben. Also nehmen wir das. 50 grüne Research Pack. Problem. Ich teste mal ganz kurz was. Ich stelle jetzt mal hier eine Kiste hin mit einem Greifarm.